Stefan Svensson aus Schweden. Endfahrgabe ist die Nummer 14. Stefan Blitscher, Deutschland. Und mit den Farbigen auf der Außenbahn. Die Startnummer 8, Frankie Zorn aus Österreich. Ja, da brauchen wir natürlich jetzt die Fans anzufeuern. Unsere Teilnehmer hier aus Deutschland, aus Österreich, aus Schweden und natürlich sind auch viele mit dabei aus Russland, die auch hier teilnehmen bei dieser WM-Veranstaltung in Inzell. Und Sie sehen es da drunten an dem gelben Rundumlicht. Die 2 Minuten laufen noch, 2 Minuten bis zum Start. Den laufen Nummer 1, 2 Minuten bis zum Start. 2 Minutes for the Riders, die Bond, the Riders are on 2 Minutes. Ja, aber so ein paar, die Maschine. Ja, in dieser Zeit müssen unsere Teilnehmer hier am Startbahn stehen. Details, 500 Kubikzentimeter Motoren, Aggregate treiben diese Maschinen an, mit einer Leistung etwa 70, 80 PS, die diese Motoren bringen. Bestimmt sind die Reifen, ich hoffe, Sie waren im Fahrerlager, haben sich das angesehen, mit 2,8 cm langen Nadelspitzen-Spikes, um hier auf der Eisfläche überhaupt den Halt zu haben. Und gleich werden wir sehen, wie die Post hier abgeht in der Max-Reicher-Arena. Lauf 1 ist gestartet!